Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bruchstücke-Box von Nex. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bruchstücke von Nex aus dem Jahr 2014. Das Ganze erschienen über No Return Records. Lesen wir hier oben auch schon, No Return Records präsentiert. Limited Fanbox Nex Bruchstücke. Wir haben hier den Interpreten und das Ganze sieht aus wie ja, eine Scheibe bzw. Spiegelglas, das hier an mehreren Stellen zerschlagen wurde. Also jede Menge Splitter oder auch Bruchstücke. Der Name ist Programm. Vom Boxdesign etwas sehr Eigenartiges, denn diese Boxen von No Return Records, in dem Fall die von Nex, die gibt es nicht über Amazon, sondern wirklich nur über den No Return Records Shop, beziehungsweise hin und wieder auch noch über Beatles oder Distri. Es ist eine sehr flache Box, wir haben hier den Deckel, Nex Bruchstücke steht hier noch, und der Deckel zieht halt diese Optik komplett durch, auch an den Seiten. So sieht das aus, Nex Bruchstücke. Und hier an den Seiten haben wir dann noch das Logo von No Return. Dann haben wir die Rückseite. Und auf dieser Rückseite lesen wir quasi die Widmung oder was Nex mit diesem Album machen wollte, aussagen wollte. Hier oben lesen wir NRT 19 Limited Fanbox. Also NRT steht dafür No Return Records. Dann haben wir hier noch weitere Credits. Und ja, keinen Barcode. Warum? Weil das Ding eben nicht im regulären Handel erhältlich war und ist. Wir nehmen den Deckel mal ab. So sieht das Ganze aus. Also, so richtig so eine Selfmade-Kiste oder Selfmade-Box. Gefällt mir gut. Also in Eigenregie wahrscheinlich. Und dann haben wir hier den gesamten Inhalt in dieser Plastikfolie. So sieht die Unterseite aus. Und das Ganze ist, ja, gestärktes Kartonpapier, gestärkter Karton. Relativ dünnwandig das Ganze, aber es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Ist stabil bei mir angekommen, hat jetzt auch keine Beschädigungen, die ich irgendwo hätte sehen können. Also gefällt mir vom Eindruck her, auch wenn es nicht so stabil ist das Ganze. Dann haben wir hier den Inhalt in einem Paket, also in einem Plastikbeutel verpackt. Nehmen wir mal raus. Also Plastik entfernen wir. Dann haben wir hier einmal das Album, dieses nochmal separat eingeschweißt. Ein eigenes Lyric Booklet. Dann haben wir Sticker. 5 Stück an der Zahl, also 5-mal das Cover, hier so im Postkartenformat, im Querformat. Als Sticker. Ein T-Shirt und ein Poster. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Dieses ja wie gesagt noch eingeschweißt. Das heißt, wir werden dieses Mal aus der Verpackung befreien. Schauen wir doch gleich mal. So. Plastik kann weg. Und dann haben wir hier nochmal das Gesicht des Interpreten, Nex Bruchstücke Premium Edition, unten rechts im Eck zu lesen. Oben lesen wir No Return Records präsentiert. Und auch hier haben wir eben das Gesicht durch diese ganzen Splitter, durch diesen Glasbruch entsprechend ja, verzerrt, entstellt. Premium Edition lesen wir hier auf der Seite und hier noch das Logo von No Return Records. Dann an den Seiten lesen wir Nex Bruchstücke und dann hier hinten die Tracklist, 21 Tracks an der Zahl, das ist eine Menge. Hier die Credits und ein Barcode. Also 21 Tracks und wir haben Features, hauptsächlich Label intern, nämlich haben wir Features von Akaz, Kafik, nochmals Akaz und Grigio Stalker, das ist ja der einzige, der nicht bei No Return Records ist meines Wissens, Akaz und Kafik beim selben Label unter Vertrag.
Mein Favorit unter diesen 21 Tracks ist der Track Nummer 2. Nur ein Tag heißt der. Deeper Track, wie die meisten auf dem Album, aber der auf jeden Fall bei mir im Gedächtnis hängen geblieben. Dann kommen wir zum Inhalt, beziehungsweise erstmals zum Booklet. Okay, das Booklet relativ dünn. Wir haben hier zwei Seiten. Einmal hier die Infos bezüglich Arrangement, Misch und Mastering und Cover Artwork. Und dann haben wir hier die Infos, wer an den Tracks beteiligt war, beziehungsweise wer diese produziert hat. Und dann haben wir hier noch, ja, wie gesagt, diese Widmung, diese Danksagung, diesen Epilog. Könnt ihr natürlich das Video an dieser Stelle anhalten und euch in Ruhe durchlesen. Finde ich immer gut, wenn es so etwas gibt, so ein Schlusswort oder so ein Epilog, weil das in meinen Augen einfach ein bisschen den persönlichen Bezug oder die Intention des Künstlers zeigt, die mit diesem Album verfolgt wurde. CD, das Cover, das wir auch schon, also das Foto, was wir auch schon vom Cover kennen. Dann haben wir hier zwei CDs am Start, nämlich einmal die Album-CD und dann, also andere Seite, und dann hier die Instrumentals. Die Instrumentals, nur diese Bruchstückoptik ohne dem Gesicht. Und hier hinten nochmals jede Menge Scherben und Bruchstücke. Sehr schön. Dann haben wir 5 Sticker an der Zahl, allesamt ident. Also wie gesagt, Postkartenformat haben die. Und die sind entsprechend auf der Rückseite weiß. Sticker im Postkartenformat, Nextbruchstücke. Genau das, was wir auch schon auf dem Boxcover hatten. Dann haben wir ein Lyric Booklet. Bedeutet, wir haben hier die Texte zu jedem Track. Es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ klein gedruckt. Also es ist verdammt schwer zu lesen. Ich glaube, ja, man kann es halbwegs lesen. Finde ich immer schön, wenn es sowas gibt. Ich bin Fan davon. Also wenn man hier die Texte nachlesen kann oder mitrappen kann. Textpassagen, die man nicht so ganz verstanden hat, dann nachlesen kann. Sehr schön. Also ihr seht, jede Menge Text hier am Start. Okay. Dann haben wir ein Poster. Dieses sieht folgendermaßen aus. Also, wir haben hier das Poster. Auch wieder diese Optik, die wir vom Boxcover kennen. No Return Records präsentiert steht oben. Und hier unten wieder Next-Bruchstücke, links im Eck. Und hier wieder diese Scherben, diese Splitter, diese Bruchstückoptik und der Interpret. Ansonsten weiß, also einseitig im Querformat. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Und zwar ist das ein Logo-T-Shirt. Also wir haben ein schwarzes T-Shirt mit weißem Nex-Logo bzw. Schriftzug. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem B und C in der Größe XL. Ein exakt 150 Shirt. Und das Ganze besteht aus 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Ich muss ehrlich sagen, meine bevorzugte Größe ist in der Regel M. L, ja, kann ich auch noch tragen. Ist natürlich dann etwas mehr Platz, etwas lockerer das Ganze. XL ist dann, glaube ich, schon sehr groß. Allerdings, glaube ich, gab es das T-Shirt zum Zeitpunkt, als ich die Box bestellt hatte, nicht mehr in M oder L. Deshalb in dem Fall XL, aber ja, ist halt so. Ist jetzt nicht so ein Riesenproblem. Wir schauen uns nochmal kurz an, wie das T-Shirt im getragenen Zustand aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben das schwarze T-Shirt mit dem weißen Schriftzug groß über die Brust, NEX. Das Logo hier mit den zwei Pistolen, der Schriftzug. Ansonsten das T-Shirt wirklich glatt schwarz. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt nicht so der große Pistolen- oder Waffen-Fan bin, aber das hat auf jeden Fall was und der Schriftzug gefällt mir ehrlich gesagt gut. Abgesehen davon, dass das T-Shirt in Größe XL ist, denke ich, werde ich dieses T-Shirt auf jeden Fall mal tragen und kann man auf jeden Fall gut anziehen.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe XL. Wie gesagt, das T-Shirt konnte man sich meines Wissens damals in der Größe frei auswählen. Dann dieses Lyric Booklet zum Album. Fünfmal der Bruchstücke Sticker, Querformat, Postkartengröße. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Und das Album Bruchstücke an sich inklusive Instrumental-CD. Das alles in dieser wunderbaren Box Bruchstücke von Nex. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nex unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.